Comme de nombreux glaciers des Alpes, les glaciers autrichiens ne survivront pas au réchauffement climatique. Selon une nouvelle étude scientifique rendue publique à Salzbourg, la plupart de ces étendues de glace sont menacées de disparition totale d'ici 40 à 45 ans. Es ist in ein paar Jahrzehnten eigentlich vorbei mit den österreichischen Gletschern. Da bleibt vielleicht noch in kleinen Bereichen schattige Lagen, vielleicht Glockner, Nordostzeiten, Bereiche im Ötztal bleiben noch zurück. Aber de facto in, sagen wir mal, 40 Jahren, 45 Jahren wird es wahrscheinlich ziemlich eisfrei sein in ganz Österreich. Die Gletscher Österreichs kann man damit nicht mehr retten, denn die Systeme sind zu träge. Das heißt, das Verschwinden der österreichischen Gletscher in den nächsten Jahrzehnten ist nicht mehr aufzuhalten. Da müssten jetzt schon positive Massenbilanzen und erste Schneereserven in den Hochlagen der Gletscher sich zu bilden beginnen, damit die Gletscher in den nächsten Jahrzehnten wieder sich stabilisieren oder gar vorstoßen könnten. Die Systeme brauchen Jahrzehnte und die Zeit ist vorbei. Das heißt, hier geht nichts mehr. Les glaciers sont des masses de glace qui se forment lorsque la neige et la glace se compactent au fil des siècles, puis s'écoulent lentement sur les terres. Leur fonte est l'un des signes les plus notables du changement climatique d'origine humaine.